Geld nichts? Hatte ich bereits Da stand ich, wurde erwischt. Normalerweise steht immer sofort Kopfgeld, bla bla bla. Aber Sie wissen nicht auf wen, weil ich bin ja getarnt. Verzeihung. Ah, schon wieder erwischt. Mann, komm. Ich habe jetzt so viel geklaut zum First Try. Manchmal hat es halt zwei gebraucht, aber 54% ist ja nicht ohne. Ja, ist ja gut hier. Weiß ich nicht, Diggi. Verzeihung. Okay. Hab's. Jetzt rede ich gern mit dir und warte auf dich. Also, erst Geld nehmen, was mir zusteht, und dann rede ich mit dem Menschen. So. Ist hier noch jemand zum Beklauen? Finde einen Weg in die F&E-Abteilung. Okay. Wow, wieso wurde das verändert, das Ding? Warte mal kurz, laden. Okay, ich bin ja hier eigentlich... Schauen wir nochmal. Habe ich schon geklaut, oder? Hier? Ja, habe ich. Okay, schauen wir mal hier. Sofa. Warte, bis Alice geht. Dennis, Dennis, tschüss. Ich lasse Miss Hart wissen, dass du hier bist. Okay. Der Pausenraum und die Badezimmer sind gleich um die Ecke. Du kannst die Einrichtungen gerne nutzen, während du wartest. Ja. Ich muss aber jetzt nicht kacken. Also zumindest nicht im Spiel. In echt muss ich eigentlich... War ich gerade schiffen, glaube ich. Ja, genau. Führe das Programm auf dem Computer aus. Lukas Computer aus. Aber warum jetzt zum Dach? Muss ich hier nicht zu dem Computer? Nee, oder? Nee. Was mit Mimos? Weiß ich da irgendwas? Ja, lese ich jetzt nicht, warte. Wenn, also, warte mal kurz. Optional, sabotiere das Heizungssystem, führe das Bank auf Lukas Gebühr, das finde einen Weg in die F&E-Abteilung. Aber hier ist jetzt, sag ich, muss zum Dach. Schauen wir mal. Du bist hier unerlaubt. Ja, ich weiß. Marketing. Ich will es aber nicht durchs Dach machen. Ich will es von hier machen. Warte. Finde einen Weg in die F&E-Abteilung. Okay, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder vom Dach oder von hier. Wer ist denn das? Möchte ihn beklauen? Stanley. Den habe ich schon beklaut, okay. Anscheinend gut. Wir müssen dahin. Sabotiere das Heizungssystem. Für das Programm Lukas Computer ausfinden. Wenn ich jetzt hier hingehe, sind Gegner. Das ist nur für Employee, oder? Hier. Tut er mich jetzt dann festnehmen? Geh mal dahin. Okay. Gut. Oh, das sind sehr viele hier. Oh mein Gott. Was zur Hölle war das? Wir müssen Alarm schlagen! Wieso? Ach, die Andreja ist... Scheiße. Nichts. Ja, ich muss sie stehen lassen, meine Begleitung. Weil sie hat man gesehen, ich kann ja da unsichtbar durch. Wo soll ich denn mit dir hin? Warte, geh mal kurz, Eingang. Ich muss sie halt da irgendwo stehen lassen. Letztes Mal kam sie dann auch einfach auf mich zu wieder, wo ich sie da stehen hab lassen.
Ich hoffe, das lädt jetzt nicht nochmal. Ich muss nämlich nichts Neues generieren. Hier. Brauchst du etwas? Warte kurz. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Ich hoffe, das ist die gleiche Szene nochmal. Marketing. Okay, passt. Jetzt speichern. Gut, wir probieren es mal nochmal. Falscher Knopf, Digga. Mach halt hier dieses... Das ist ein bisschen Improvisation hier. Ob mich da einer sieht, oder? Was? Schlachtalarm! Möglicherweise ist hier jemand. Scheiße, warum Schlachtalarm? Nur weil ich den da manipuliert habe, oder was? Licht an, hier geht er nicht. Warum ist denn hol die Be- wieso ist denn hol die Begleiter Dings da? Da versteckt sich jemand. Wow! Digga, hab ich erschrocken. Wieso kommen die hierher? Ja, ich mach das vor immer noch mal gleich laden, ey. Ich kann kein Licht anmachen auch. Okay, ich muss jetzt hier beschaffe neue Führer. Okay. Mann, bleib da oben. Oh mein Gott, jetzt bin ich unten. Oh. Das sind zu viele. Es wäre jetzt gut, deine Fähigkeit zu haben hier. Muss ich das mit Gewalt klären oder was? Eigentlich nicht, oder eigentlich soll ich mich tarnen. Das ist eigentlich nicht so vorgesehen, aber hey, wenn ich ein bisschen XP krieg. Nach 44 in dem Level. Genau, den Stealth. Den Stealth-Scheiß da. Ich weiß nicht, ob das so gibt. Normalerweise muss ich mich jetzt hier verstecken und aus. Sicherlich im Büro. Sorry, aber ich muss hier irgendwie rein. Ich will ja ganz unsichtbar sein. Ich pack's nicht. Hat der eine Karte? Hab ich die Karte, ja. Okay. Genau, das Chameleon-Item, ja. Aber ich hätte es auch besser machen können, aber was weiß ich, ich muss erstmal hier gucken. Hab ich? Das war ein Schock, das war Leben. Digga. Ich bin hier New Atlantis, Alter. Du kannst dir vorstellen, was hier los ist, wenn ich hier... Ich bin schon das zweite Mal in so zentral in einer Firma eingedrungen. Damit wäre die Quest halt erledigt, aber
Ich sollte das... Also... Ja... Ich sollte das halt so unauffällig wie möglich machen. Ich sollte das so unauffällig wie möglich machen, hieß es eigentlich. Aber wir schauen jetzt gleich mal, was da, also... Wir gucken mal. Wir lassen es überraschen. Wir lassen uns überraschen. Overseer-Programm. Für das Programm auf Lukas Computer aus. Termine, Forschung. Statusbericht ja. Geheimprojekt ja. Aktive Programme. Dominion-Projekt. Robotik-Projekt. Raumschiff verbessern. Nee, ich finde das andere. Führe das Programm auf Lukas Computer aus. Das ist wo? Lukas Drexler Update. Setze Meeting. Ich will das tun, das possible Budgetbericht sehen. Ja. Der Termin zum Essen steht, oder? Wir treffen uns mit Leonie und Bella im Interstellar. Also sei pünktlich, wir haben uns schon seit Monaten nicht gesehen. Hab dich lieb. Oh mein Gott. Okay. Also die Quest heißt jetzt, führe das Programm auf Lukas Computer aus. Wo sind wir hier? Pace Computer. Die Frage ist halt, ich habe keinen Hinweis, wo der Computer ist. Oh Gott, ich kann aber einen schweren Tresor hier machen. Ich weiß nicht, ich muss das noch vielleicht nochmal machen. Also aber egal, das ist halt jetzt meine Methodik. Mal gucken, was passiert. Oh mein Gott, das ist eines der schwerste Schloss schon wieder. Oh mein Gott. Okay, ganz ruhig. Okay, wir haben 1, 2, 3, 6 Löcher. Wollen wir mal, ob irgendwelche Vierer passen oder so. 6 Löcher. Vierer ist das. Dann noch ein Vierer. Nur es passen Vierer. Dreier. Also wir haben nur 2 Vierer. Ne, 3, 4, das ist auch noch ein Vierer. Okay, 1, 2, 1, 2, 3. 3 Vierer. Und keins von den Vierern passt, oder? Damit wir das mal ausschließen können. Doch. Das Vierer passt und dann bräuchte ich noch ein Zweier. Wir könnten das nehmen, oder? Ne, das ist zu weit weg. Was ist mit dem? Ist das das gleiche? Das ist noch weiter weg. Zweier. Ja. Den Vierer und das Zweier. Ich hoffe, ich brauche den nachher nicht. Oh mein Gott, das wird krass. Dann hätte ich fast 1, 2, 3, fast hier ein Vierer. Nee. Aber der könnte passen, weil das ist alles so eng hier. Sag ich ja. Der Vierer würde passen. Eins, dann würde noch 2 übrig bleiben. Dann das könnte passen, oder? So. So. Eins. Was mit dem Vierer? Der passt auch. So und so. Oh Gott. Passt wie. Nee, so.
Ja, da, ja, ich verstehe. Okay, warte. Oh. Okay, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 7. Wir brauchen 4 und 3, oder was? Wenn ich das 1er hier rein tue. Das, den Vierer. Also beim letzten brauche ich nur einen Dreier. 1, 2, 3 sehe ich. Ich hoffe, ich habe da noch einen. Ich habe aber auch Einser. Welchen habe ich denn überhaupt? Wir müssen schauen, ob wir das letzte noch was haben. Einser, Einser. Ich hab drei Einser. Wir können das 3-1 auch machen mit dem letzten, wenn wir das nicht haben. Vierer. Ich tue den mal drei, dann habe ich bessere Übersicht. Jetzt noch ein Dreier. Habe ich. Naja, gut, das haben wir ja schon. 3 Einsender geschafft, aber vielleicht passt noch welche anderen hin. Das ist einfach einmal. Einmal. So, ja, okay. Ja, nichts Tolles. Bisschen Geld hier noch. Okay, ich check halt immer noch nicht genau für das Programm auf Lukas Computer aus. Ich muss das Programm auf Lukas auf der Chefetage ausführen. Oh. Wie komme ich zur Chefetage? Ohne Anzeige. Was? Ich fange mir sicher keine Kugel für dich. Kann ich diese scheiß Alarm ausmachen? Boah. Ist hier Raid. Sorry, ihr seid Zeugen. Jetzt mal hat es geklappt. Habe ich bei so einem Außenposten. Den habe ich im Außenposten den Alarm halt quasi ausgemacht. Ich glaube, hier ist jetzt was Wildes, oder? Was ist denn jetzt richtig? Ich muss jetzt so speichern, weil schnell speichern ist meine Option, dass ich dann nochmal machen kann, das Ganze. Chefetage. Marketing oder Dach? Dach, ne. Eigentlich Dach, aber ich bin nicht sicher. Guck mal. Digga, ich sollte das eigentlich über Manipulation so einen Scheiß machen, aber ich habe das halt nicht geschafft. Ja, die können laufen, ja. Ich wusste, ich hätte Urlaub machen sollen. Und ich sollte es über das Manipulationsgerät machen. Ich bin einfach hier wild. Lukas Computer. Wir werden angegriffen! Hier sind irgendwelche Hörsäle oder so ein Scheiß. So gut habe ich das nicht gemacht, das Ding hier. Dafür kriege ich nicht genug Geld. Ich bin raus! Das ist es nicht wert!
angezeigt, oder was? Ah doch, jetzt wird es mir angezeigt. Ich muss halt einfach höher. Aufzug. Dach war klar, Chef, Dach sowieso klar, aber. Verschwunden! Alles klar. Officer am Boden. Boah, ob ich bei den ganzen Wachen jemals da durchgekommen wäre? Kommt man hier ganz normal? Also das New Land ist hier okay. Oh Gott, okay. Für das Programm Lukas Abzunahme der wilde Wache, um die Lade abzuschalten. Yo! Wie soll ich denn das machen? Aber die Wachen sind alle weg, oder? Okay, das wäre der beste Weg gewesen hier. Alles klar, Jero, bis später. Genieß deinen Feierabend. Leider keine Wache mehr da, die ich manipulieren kann. Was? Was ist hier los? Ich hätte die Lebensversicherung abschließen sollen. So ein paar Granaten bewirken können hier, oder? Was nehmen wir an der See? Achso, sorry, ich muss mich rüber tun. Also ich mach die Mission komplett falsch. Dann hätten sie mir auch gar kein so ein Ding einpflanzen müssen. Da hätten wir von oben das machen können. Warum ist... Okay, stimmt, hast du recht, hier ist nicht in Warnung. Okay. Bin mal gespannt. Genug gehabt? Ich pack's nicht! Ich bin mal gespannt, ob das hier alles so richtig ist, was ich hier mache. Ich hab. Die Granate war mir in die Fresse. Boah, Zeit. Heftig. Okay. Wer ist denn das? Langfinger. Geht nicht, oder was? Das ist der Lukas? Wenn du dich verlaufen hast, geh am besten in die Lobby und red mit Des. Kann auch nicht mit dem reden. Langfinger. Geht jetzt. Okay, wir machen mal hier. Entsperren Einsteiger. Ja, ich hätte das schon gerne mit dieser Kraft gemacht, aber ich hab das verpasst oder ich hab's vergessen, ich weiß ja auch nicht. Also sorry, wir sind ja mal die Gewaltsame, wir werden das schon noch üben mit der Kraft irgendwann später. Wir werden das schon noch üben. Overseer-Programm. Bring die Beweise zu David Baron in der SSN-Redaktion. Boah, wie soll ich denn jetzt da hinkommen, Alter? Oh mein Gott. Ich kann doch hier nicht mehr aus der City raus, oder? Ui, Experte. Mach mal. Da ist noch Credit sogar, habe ich gesehen. Yo! 3, 4, 5, 6, 7. 7er. 2, 4. Ja gut, ich kann zumindest das erste gessen lassen.
Passt. Machen wir das. Dann haben wir zumindest das erste gegessen. Dann brauchen wir nur noch einen korrekten Dreier. Habe ich. Das ist ein... Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dreier und Zweier, oder was? Geht das hier? So? So? Nee. Ich will mal so gern so ein Vier dahin tun, ey. Wo waren die denn hier? Ich kann leider nicht schnell safen, weil es könnte sein, dass wir das Ganze vielleicht nochmal machen, aber in Frieden. Dachtest du, ich merke das nicht? Der, okay, dann ist alles wieder abgenommen. Lol, okay. Drum wieder entfernt. Was? Ja gut, ist ja... Uns alles? Haben wir gar keine Wade mehr hier? Warte mal, gar keine Schmuggelwade mehr? Alles? Der hat Sachen uns wieder geklaut, aber warum? Dass der uns alles geklaut hat, Alter. Der ist wer? Alice, ist das ein wichtiger? Ein wichtiger, einfach Albert Land ist hier erschossen. Oh mein Gott, jetzt werde ich so Probleme haben. Die ganze Stadt wird sauer auf mich sein, oder? Ja? Nein? Nee. Noch keine Security hier gesehen. Ja, du bist unerlaubt. Ja, ja, ich weiß nicht. Okay, doch, die ganze Stadt wird sauer sein. Wenn ich dann vom Orbit oder so wegfliegen will, ist halt RIP, oder? Ja, okay. Hallo. Kann ich helfen? Alles auf dieser Slate ist wahr und die besiedelten Systeme müssen davon erfahren. Ich habe SNNs nächste große Schlagzeile. Ich glaube, ich habe eine Nachrichtenmeldung für dich, die dich sehr interessieren dürfte. Nun, das werde ich beurteilen. Okay. Worum geht es in dieser Story denn? Infinity's LCD, zunehmende Opferzahlen aufgrund unzulässiger Menschenversuche dürfte alles sagen. Slate geben, finde es selbst heraus. Die Details sind alle auf dieser Slate. Machen wir das, soll er sein. Na schön, ich sehe es mir an. Möchtest du mir verraten, wie du an diese Beweise gekommen bist? Ist die Wahrheit nicht wichtiger, als wie ich auf sie gestoßen bin? Ich kann meine Quellen nicht preisgeben. Du als Reporter verstehst das sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Antwort darauf schon kennst. Das kann ich dir nicht sagen, aber alles, was du brauchst, ist auf dieser Slate. Das dachte ich mir. Ja. Nun, dürfte ich wenigstens einen Namen angeben? Du dürftest doch wissen, wie sowas läuft. Anonymous ist ein besorgter Bürger. Hier. Ja. Das war zu erwarten. Ja, klar. Wenn dann solange die Beweise hinreichend und verifizierbar sind, sollte der Bericht innerhalb einer Stunde rausgehen. Ich habe dafür geschossen. Jetzt entschuldige mich. Schließlich habe ich etwas zu tun. Erstatte Bericht. Die Frage ist jetzt, Andreja, hasst sie mich jetzt? Das ist das Wichtigste. Ist das jetzt wieder zum anderen Sonnensystem reisen oder was? Statt der Maske Bericht im... Ja. Wir müssen erstmal sie holen. Okay, wir müssen... Ich weiß... Ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob wir hier wegkommen. Wenn Atlantis sauer ist auf mich. Ich komme in Orbit und werde nicht weggepustet. Das sind, glaube ich, Level 40er Schiffe oder so. Und ich
will ihr davon eigentlich nicht erzählen hier. Oh mein Gott. Wenn sie dabei gewesen wäre und also ich habe das alles so gemacht, wie es gesagt wurde. Ja, kann ich helfen? Ja gut, gehen wir. Okay, bitte. Bitte erfahr davon nichts. Können wir uns rausporten? M. Ich würde gerne die illegalen Sachen schnell verkaufen. Da, wo ich es immer verkaufe. Hier. Darf ich, kann ich überhaupt fliegen? Boah, wenn ich gesucht werde, bin ich RIP. Kurs festlegen. Energie. Uha. Ich bin damit durchgekommen bis jetzt? Boah, Alter. Boah, aber wenn sie davon erfährt, dass ich Leute gekillt habe, die Andreja, die ist sauer. Wenn sie dabei gewesen wäre, dann wäre es ja noch schlimmer. Also wir schauen. Die Dokumentation über dein Leben wird ein Film? Und wer wird mich eigentlich spielen? Ach, der Low Band. Sogar wieder angedockt. Lars, gute Arbeit. Wir warten jetzt mal, wie das Ganze abläuft. Wenn das so okay ist. Oha. Okay. Ja, ich habe zu viele normale Speicherplätze benutzt, ne? Hier, das da habe ich zu viele benutzt hier. Wie viel habe ich denn jetzt hier? Der andere wieder letztes 150 gehabt. 181 werden dann die untersten gelöscht oder was? Da bin ich Level, ich habe jedes Level hier anscheinend, ne? 6, 7, 8. Ich könnte alles nochmal spielen, aber mache ich eh nicht. Aber ich hätte theoretisch jedes Level hier. Und man hat begrenzten Speicher am Computer? What? What? Ja, das macht Sinn. Ich müsste doch gerne Meister mein Kopfgeld löschen. Kann ich behilflich sein? Selbstverständlich. Habe ich irgendwo Kopfgeld? Verkaufen? Alles. Das? Ja. Das? Ja. Das? Ja. Das auch rot, sieht man noch nicht so gut. Das? Das? Und das? Okay. Was ist mit Kopfgeld? Du bist hier unerlaubt. Aber warum wird's gefährlich? Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht. Warum gefährlich? Werde ich nicht rehabilitiert dafür, dass ich nett war? Irgendwelche auf dem Ding treffen, ey. Ist RIP. Ich wollte mal kurz schauen wegen dem Kopfgeld, aber das ist. Ich hab, glaube ich. Oha, warte, warte. Ja. In dieser Umgebung muss ich uns. Frag. Rucksäcke, ja. Anzug, ja. Helm. Ja. Oh mein Gott. Sorry. Ich hatte keinen Anzug an? Achso. Ja, stimmt. Ich hatte vorhin das Ding ein, aber trotzdem ist. Hä? Ich dachte, die zieht immer automatisch Anzug an. Bin ich fast gestorben, oder wie? Was habe ich denn für Krankheiten jetzt? Status? So, okay, gar nichts. Ja, die Erde ist nicht mehr bewohnbar. Das sehen wir hiermit. Das sehen wir hiermit. Ich würde gerne die Safe Games auf der Platte haben und woanders hin kopieren. Hallo.
Ich hätte eigentlich safe gehen, woanders hin kopieren. Okay, habe ich nichts. Ich kann auch. Wenn ich zum Mars fliege und mit dieser einen Tante rede, kann ich mich rehabilitieren. Ich probiere jetzt mal zum Ding zu kommen, also zum Tower. Ich probiere da hinzukommen. Schauen, was passiert. Ich habe das nicht so gemacht, wie sie es gesagt haben. Vielleicht müssen wir alles nochmal machen. Ja, okay. Ob wir überhaupt da hinkommen mit diesem Ding? Jeder Schmuggler, den ich kenne, hat eine perverse Vorliebe für diese Stadt. Ich begreife es nicht. Ich sollte ja das mit dem Mind Control machen, aber das hat nicht so gut geklappt. Weiß ich ja nicht. Hätte ich vielleicht vom Dach das machen müssen. Überall, wo ich jetzt bin, ist gefährlich. Anscheinend werde ich gesucht von wilden Leuten, aber vielleicht können die mich da aus der Scheiße rausreiten. Das sagt er mich jetzt jedes Mal, oder was? Laden. Dann löschen wir halt die Einser. Hier, schau mal, ich bin hier Level... Level 1. R löschen. Ja. Level 2. Löschen. Level 3 habe ich zweimal löschen. Level 5 habe ich auch zweimal, mehrfach sogar löschen. Da. Okay. Oh mein Gott, ich habe so Schüsse, da hinzukommen. Ich habe die Mission richtig versaut, das erste Mal. Oh Mann. Okay, immerhin bin ich bei ihr, nicht bei der anderen. Meines Wissens wurde dir explizit erklärt, dass dieser Auftrag keine Opfer fordern sollte. Wenn du saubere Arbeit wolltest, hättest du mich nicht schicken dürfen. Wenn mich jemand angreift, verteidige ich mich. Ich habe in Umständen entsprechend mein Bestes gegeben. Ich habe den Job erledigt, nur das zählt. Es war keine Absicht, sorry. Absicht ist irrelevant. Trotz all deiner Hilfsmittel stehen wir nun hier. Hast du wenigstens versucht, den internen Neuroamp einzusetzen? Ja. Er war extrem hilfreich. Und dennoch hast du es nicht ohne Tote geschafft. Ja, Mai, passiert, also... Trotzdem freut es mich sehr, dass die Anwendungen funktionieren. Ja, war toll. Jetzt müssen wir also warten, bis der SNN die Story ausstrahlt. Sobald die Story raus ist, wird der Vorstand besprechen, wie wir mit Infinity verfahren. Okay. Hör mal im Gespräch zu. Der SNN-Bericht wird ausgestrahlt. Soll ich ihn übertragen? Ja, danke sehr. Die Morde hängen womöglich mit einer laufenden Ermittlung zusammen, in deren Rahmen Drexler unter anderem wegen Auftragsmorden, unerlaubter Versuche an Menschen und Diebstahls angeklagt werden sollte. Okay. Vertreter sowohl der UC als auch des Freestar Collective wurden bereits zu einer Station von Consolidated Mining sowie zur Klinik entsandt. Ui. An beiden Orten soll es zahlreiche Opfer gegeben haben. Okay. Hintergrund von Drexlers Tat war scheinbar die geplante Veröffentlichung eines von einem Rivalen gestohlenen Produkts. Details zum Produkt und dem betroffenen Rivalen sind noch unbekannt. Es berichtete David Barron, SNN. Perfekt. Mit diesen Enthüllungen haben wir Infinity in der Mangel. Das Meeting beginnt gleich, aber ich möchte dich bitten, unsere Option mit den anderen Mitgliedern zu besprechen. Der Unternehmenswert von Infinity wird jetzt abstürzen. Und wir können die Öffentlichkeit etwas mehr für uns gewinnen. Okay, das ist ja klar. Wieso würde Ryujin in der Öffentlichkeit von Infinity Charm profitieren? Ja, weil es dann keine Konkurrenz mehr gibt, oder? Das mal fragen. Infinity wird vor den Augen der Öffentlichkeit zerbröckeln. Das Unternehmen hat tausende Angestellte, die sich jetzt um ihre Jobs sorgen. Und das ist unser Stichwort. Erst kritisieren wir scharf die Führerschaft, dann drücken wir den unschuldigen Angestellten unser Mitgefühl aus. Dann bieten wir ihnen die Übernahme an. Ja, okay. Oh, das ist ja nett. Falls du vorhast, Infinity LTD zu retten, die haben es nicht verdient. Ryujin übernimmt Infinity LTD und niemand wird gefeuert. Perfekt. Ganz genau.
Natürlich werden wir unter den Angestellten die Spreu vom Weizen trennen und mit der Zeit unnötigen Ballast abwerfen. Ja, safe. Indem wir Infinity übernehmen, schalten wir einen Rivalen aus, erhalten ihre besten Angestellten und Verträge und stärken gleichzeitig unser Ansehen. Perfekt. Das ist sicher alles ganz simpel, wenn man nur an die Profite denkt. Nicht an die Auswirkungen auf echte Menschen. Was macht sie denn? Glaubst du wirklich, dass Infinity Ltd. irgendwelche wertvollen Angestellten hat? Und ich dachte schon, dass Ryujin zur Abwechslung mal gut und richtig handeln will. Klingt für mich nach einer Win-Win-Situation. Mach mal das hier. Es ist die richtige Wahl. Für Ryujin. Deshalb möchte ich, dass du den Rest des Vorstands überzeugst, dass das der richtige Weg ist. Ich? Einige sehen das vielleicht anders. Aber ich du hast das perfekte Werkzeug, um sie umzustimmen. Waffengewalt. Du willst, dass ich den internen Neuraum gegen die Vorstandsmitglieder einsetze? Oh mein Gott, echt? Genau dafür ist die Technologie gedacht. Nee, und das Digga. Beste ist, dass sie es nicht mal merken. Ich rede mit ihnen, aber ich kann nicht versprechen, selbst wenn ich sie nicht einverstanden sind, werde ich sie zwingen zuzuhören. Okay, das ist aber krass. Meinetwegen. Nee. Ich überlasse es dir, ob du den Neuroamp nutzt. Aber ich will Resultate. Die Vorstandsmitglieder bereiten sich wohl in ihren Büros vor. Wina ist auch hier und wartet, dass das Meeting startet. Wir brauchen mindestens die Hälfte der Stimmen auf unserer Seite. Bei Gleichstand fälle ich die Entscheidung. Du schaffst das schon. Boah, okay. Schwierig. Also ich muss jetzt das Ding nutzen, kann ich mit dir reden? Das war nicht so gemeint. Prototyp des internen Neuroamps entfernt. Bei mir stand Prototyp des Neuroamps. Wie? Warum steht bei mir Neuroamp? Habe ich nicht mehr das Ding oder was? Ne, doch, habe ich noch. Habe ich noch. Aber warum stand er jetzt gerade entfernt? Reden? Hat Masako dich geschickt, um mich von der Infinity-Übernahme zu überzeugen? Ja. Wir wissen beide, dass daraus nichts wird. Ist das die. Ist das die also böse ist? Ist das die? Mit so einer Einstellung garantiert. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du einfach nur ein Probleme bereiten willst. Infinity Ltd. verdient es nicht, zur Ryujin Familie zu gehören. Der Laden sollte stillgelegt werden. Die Übernahme von Infinity Ltd. würde Robs Jobs retten. Das käme bei der Öffentlichkeit gut an. Unser Ruf in der Öffentlichkeit ist gut genug. Der Versuch, Infinity zu retten, würde uns nur schwach wirken lassen. Mit dem internen Neuroamp sollten wir unsere Konkurrenz vernichten, statt sie einzugliedern. Oha. Genau deshalb hat Masakos Stunde als CEO geschlagen. Oha, ich bin dir schon einen Schritt voraus. Masakos ist dein besseres CEO, als du jemals sein wirst. Ich setze den internen Neuroamp nicht bei anderen ein, das ist viel zu gefährlich. Ihr seid alle zu versessen darauf, den Neuroamp gegeneinander einzusetzen. Ich mach's erste. Gut, wenn du den Neuroamp mit Bedacht einsetzt, wird Infinitys Untergang besiegelt. Nee. Warum bist du so strikt gegen eine Übernahme von Infinity Ltd? Es ist brutal, Infinity untergehen zu lassen, wenn eine Übernahme klare Vorteile hätte. Infinity Ltd geht mir am allerwertesten vorbei. Die sind nicht mein Problem. Infinity zu übernehmen wäre eine riesige Belastung, also stimme ich dir zu. Sei doch vernünftig, Ularu. Du weißt, dass die Übernahme von Infinity das Richtige ist. Probier mal das. Es würde Ryujins Hof nicht schaden und uns eine größere Kundenbasis verschaffen. Siehste? Und mehr Kunden bedeutet mehr Profit. Erstaunlicherweise hast du recht, Agent. Siehst Wir du, Agent? Dich wohl behalten. Ja, klar. Solange alle das Wohl von Ryujin im Sinn behalten, sollte das ein interessantes Meeting werden. Apropos, ich habe vor, den internen Neuroamp im Meeting als Problem anzusprechen. Mit dem internen Neuroamp spielt das kaum eine Rolle. Er ist schon allein ein Erfolgsgarant. Ein interessantes Meeting, das bezweifle ich. Absolut, ich bin schon gespannt auf das Ergebnis. Okay, machen wir das. Das tun wir beide.
Jetzt entschuldige mich. Ich habe noch einiges vorzubereiten. 2-0. 2-2 ist es jetzt. Ach du Scheiße. Ich muss jetzt hier Wahlen manipulieren. Oh mein Gott, was ist denn... Was zum Fick muss ich... Also das ist ja... Darf ich denn nochmal speichern? Achtung, nur noch wenig Speicherplätze. Ja. Jetzt ist ja... Ich habe doch so viele gelöscht eben. Ich würde gerne die Speicherplätze behalten. Oh mein Gott. Ja. Darf ich die zumindest löschen? Okay. Doppelte Level löschen wir einfach. Also 5 haben wir noch mehrfach. Das hier abbrechen. Das hier löschen. Yo. Das hier löschen. Yo. 6 haben wir auch mehrfach. Löschen. Yo. Löschen. Yo. Wie oft haben wir denn 6, Alter? Okay, darf ich jetzt wieder weitermachen? Ich habe ja... Meine Safecam sind irgendwie nicht auf den Computern. Das würde ich alle speichern und behalten. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Das dürfte ein äußerst interessantes Meeting werden. Finde ich auch. Ich nehme an, du weißt, welches Resultat Masako anstrebt. Ich soll den Vorstand mit einem internen Neuroamt dazu bringen, den Kauf von Infinity abzusegnen. Das verdammte Ding. Ja. Man könnte es ausgleichende Gerechtigkeit nennen, wenn diese Technik gegen ihre Förderer eingesetzt wird. Wenn es nach mir ginge, hätten wir das Dominion-Projekt schon längst eingestellt. Ich hielt es für ein Sicherheitsrisiko. Ist es ja und auch. Ich hatte recht. Ja. Sag bloß, dass du Masako tatsächlich in einer Sache widersprichst. Du warst von Anfang an gegen das Dominion-Projekt? Absolut. Ich verstehe, wie viel Erfolg es Ryujin bringen kann, aber ich sorge mich vor allem um die Sicherheit. Ja. Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder weiß um die Risiken, glaubt aber, dass wir sie überwinden können. Diese Überheblichkeit könnte dieses Unternehmen eines Tages zu Fall bringen. Hoffentlich ohne mich. Manipulieren. Das Dominion-Projekt garantiert zukünftige Erfolge. Es birgt Risiken, aber die sind überschaubar. Ach so, das Dominion-Projekt ist der Neuroamt, ne? Ich will den ja entgegenstimmen. Das passt. Also, das habe ich bei der anderen falsch gemacht, oder? Oh mein Gott. Ja. Ganz meine Rede. Ich hoffe nur, dass Masako und die anderen das auch so sehen. Wenn wir dafür stimmen, Infinity RTD zu übernehmen, würde das für mein Team einigen Mehraufwand bedeuten. Ich will nicht, dass dieser neue Neuroamp uns noch mehr Probleme beschert als ohnehin. Wir müssen bei Neuroamp Nein machen, bei Infinity Ja. Dann stimme gegen Infinity, ich bin auf der Seite, das Risiko ist zu groß. Die Übernahme ist die Mühe wert. Ich weiß, dass dein Thema der Sache gewachsen ist. Denkst du, dass das richtige Zeitpunkt ist? Ja, hier, das hier. Uns erwarten mehrere Monate Arbeit. Egal. Infinity LTD aber was zu tun, ist nicht langweilig. Für gute Sicherheitsmaßnahmen bekannt. Ich hoffe nur, dass Masako und die anderen genug Geduld für den Prozess haben. Jetzt entschuldige mich. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Infinity 3.0. Wir werden Ularos Kündigung wir bei brauchen internen neuen Airhammer 2.1. Die Security muss also bereitstehen, um sie aus dem Gebäude zu eskortieren. Könnten wir uns ein wenig unterhalten? Oh, das gefällt mir. Da muss ich brutal speichern. Ich habe so viel gelöscht, warum meckert das Ding jetzt noch? Hallo? Okay, machen wir. Ich wollte dir etwas sagen, aber ehrlich gesagt habe ich Angst, wie du reagierst. Nein, ich würde lieber wann anders. Für mich ist es ist nur eins wichtig, dass ich auf dich zählen kann. Nichts könnte meine Meinung über dich ändern. Wenn es so schlimm ist, sag's vielleicht lieber nichts. Ja. Ich zögere, diese Behauptung auf den Prüfstand zu stellen. Okay. Doch wir müssen ehrlich miteinander sein. Oh mein Gott, Gottes Willen. Du hast gesagt, du bist gerne von Menschen umgeben. Nur anders als von ich. Dir. Ja. Aber die Constellation bedeutet uns beiden etwas. Ja. Und ich muss dir ehrlich sagen, warum. Das Wenige, was ich über meine Geschichte erzählt habe, war die reine Wahrheit. Okay. Ich habe mit Schmugglern gearbeitet
und Leid und Schmerz verursacht. Ja, aber gut, das wissen wir, glaube ich, oder? Was ich bisher aber unerwähnt gelassen habe. Ja? All das ist im Namen von Haus Varun geschehen. Meinem Volk. Meiner Familie. Und das sagt mir jetzt was? Ist Varun so irgendeine Vulkanier oder was oder so? Das Haus Varun von irgendjemand? Was ist das Haus Varun, Digi? Was soll das? Du hast noch nie davon gehört? Nein, no joke! Das überrascht mich. Ja! Vor Generationen hatte unser Gründer Jinan Varun bei einem Grafsprung ein Erlebnis. Okay. Er ist einem unsterblichen Wesen jenseits von Zeit und Raum begegnet. Ui. Jenseits unseres Universums. Was? Die große Schlange hat Jinan Varun offenbart. Du hast meine große Schlange gesehen? Dass unser Universum ihr Reich ist. Sie ist seit Jahrtausenden ferngeblieben, wird jedoch bald zurückkehren. Oh. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Was zum Fick? Darauf arbeiten wir seit vielen Jahren hin, was zu Konflikten mit dem Rest der besiedelten Systeme geführt hat. An was glaubt sie denn? Bitte erklär mir das. Sorry. Das ist mir zu sehr sektenlike. Ja, du gehörst also zu diesem Kult dann. Ja, okay. Ich werde mein Bestes geben. Okay, tell me more. Ich wurde in der großartigen Stadt Dasra geboren. Okay. Und mit den Lehren von Jinan Varun aufgezogen. Jinan Dasra Varun aufgezogen. Durch den Krejar-Ritus wurde ich zu Erwachsenen. Das Krejar, ja, okay. Ich gehöre zu den Versprochenen, was mit die von der großen Schlange und ihrer unvermeidlichen Rückkehr wissen. Okay, das macht mir Angst, muss ich sagen. Psychotante. Aber das ist nicht so eine jetzt, wo du das weißt, muss ich dich leider töten, Geschichte, oder? Deine Vergangenheit ist mir gleichgültig, aber das ist immer noch so. Ich fasse es nicht, dass du mir das bisher nicht erzählt hast. Das klingt beeindruckend. Das ist, glaube ich, das Faszinierendste, was gemacht hast. Danke. Bitte. Das würden wohl nur wenige so sehen. Ja, es ist halt wild. Nicht ohne Grund Schlange offenbare kommt. Ich es dir erst jetzt. Ich habe aber auch eine Schlange. Ich habe vor einigen Jahren ein Ersuchen der Constellation abgefangen, den Varun-Raum betreten zu dürfen. Okay. Zur Erkundung. Ich sollte die Constellation infiltrieren und mich als ehemalige Schmugglerin ausgeben, das die einen auch neuen Sinn sucht. Ich wollte schon immer mal einen Spion kennenlernen. Ich dachte mir schon, dass du etwas verheimlichst. Du bist also Undercover-Agentin? Ich dachte... Das war die Absicht, ja. Ja. Die Realität ist... Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt. What happened? Einige Wochen nach meiner Ankunft versuchte ich auf geheime Unterlagen im Archiv der Constellation zuzugreifen. Das ist keine gute Idee. Top Vladimir Secret. Und Sarah erwarteten mich Connor? Dort. Wenn Sarah Connor, dann ist der TN-1000 nicht weit. Du bist noch hier? Es kann also nicht schlimm gewesen sein. Sie waren nicht so naiv, wie du gehofft hast. Das hat dich sicher überrascht. Sie haben dir nicht vertraut und zwar vollkommen zu Recht. Sich überrascht, okay? Das ist noch untertrieben. Untertrieben? Ich war entsetzt. Der Hohe Rat. Rat würde von meinem Versagen erfahren. Von den Jedis? Und die Strafe würde streng sein. Oh, streng kann ich? Also, ja, wenn du so streng, also. Welche Informationen schickst du an Haus Varun? Also weiß Haus Varun von Artefakten. Sonst hast du das wahrscheinlich noch niemand erzählt. Du bist also tatsächlich Doppelagentin. Das wundert mich nicht. Sarah ist ein guter Mensch. Was schickst du denn da? Die Geschichte der Constellation. Details zur Expedition. Sondern die eigene Familie? Daten zu Sternensystemen, die Haus Varun noch nicht erkundet hat. Okay. Einige Informationen zu Mitgliedern und Zielen. Wie du gesehen hast, gibt es relativ wenig, was als geheim eingestuft werden könnte. Ja. Also weiß das Haus Varun von den...